Fernwärmeleitungen prägen auch in Jena das Gesicht der Stadt. Diese Leitungen in das Umfeld mit Kunst- und Landschaftsgestaltung zu integrieren, hat sich das Projekt Adern von Jena auf die Fahne geschrieben. Zusammen mit der Stadt Jena, den Stadtwerken Energie Jena-Pösneck, Jena Kultur und dem Theaterhaus Jena wurde am Donnerstagabend eine neue Lichtskulptur an einem Fernwärmebogen eingeweiht. Der Blitzbogen ist das bereits 27. Teilprojekt der Adern von Jena und wurde dem Theaterhaus zum 30. Jubiläum gewidmet. Dass der Blitzbogen nun in Zeiten einer Energiekrise eingeweiht wurde, sehen die Stadtwerke nicht problematisch. Der Zeitpunkt ist einfach jetzt, sage ich mal, durch Zufall zusammengefallen. Dieses Projekt ist ja, steht ja aber schon länger an, dass die Idee aufkam, dieses Projekt zu gestalten. Da war noch keine Rede von Energiekrise. Und außerdem sind wir hier ja autark. Es ist ja eine Solaranlage, die den Blitz versorgt, sodass wir hier keinerlei Energie verbrauchen, unnötig, sondern das wird tagsüber aufgeladen und wird dann, ja, nachts beginnt es dann zu leuchten, sodass wir hier, dass das nichts mit Energiekrise zu tun hat. Und erneuerbare Energien verwendet werden, was ja sogar ein positives Beispiel dafür ist, diesen Weg zu gehen. Zur Einweihung des Blitzbogens nahm sich der künstlerische Leiter des Theaterhauses, von dem die Idee und der Entwurf für die Lichtskulptur stammt, die Zeit, ein paar Worte zu sagen. Anschließend sang er und Lizzie Timmers zur feierlichen Einweihung des neuen Teilprojekts Adern von Jena ein kleines Ständchen. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the thunder. Here comes the thunder. It's all right. Und dann war es auch schon soweit und die Lichtskulptur begann zu leuchten. Dass der Blitzbogen nun in Göschwitz nahe des Industriegebietes Jena 21 angebracht wurde, war nicht von Anfang an klar. Das Projekt selber hatte eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit, weil wir zunächst irgendwie einen anderen Ort ins Auge gefasst haben. Das war eher innenstadtnah, da gab es dann irgendwie Zweifel an dem Ort. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben allein, um diesen Ort zu finden, ein bisschen gebraucht. Der ist ja auch wirklich weit außerhalb, aber ich finde, es ist ein ganz besonderer Ort und ich bin eigentlich völlig überzeugt davon, dass das der richtige Ort ist. Also es war gut, dass wir uns so viel Zeit gelassen haben, diesen Ort für den Blitz zu finden. Der Blitzbogen ist in 5 Meter Höhe angebracht und erleuchtet künftig Fußgängern und Radfahrern in 6 verschiedenen Farben den Weg nach Hause.